das Ding hier vor 60 Jahren hier der erste Auftritt von den Beatles war. Deswegen ist es natürlich der Hammer. Und vielleicht ändere ich ja den Lauf meiner Karriere und werde dann nochmal irgendwas anderes. Mist, die Beatles standen da auch schon. Na gut. Da muss ich mich echt anstrengen. Es geht darum, um die Vormachtstellung der Psychiater als wichtigste Disziplin der gesamten Medizin. Vielleicht ein wenig Angst. Es geht um Goethe. Vielleicht sowas wie ein Kettensägenmassaker. Es ist soweit. Wir starten in den heutigen Abend. Ich freue mich, dass ihr alle heute Abend hier sind, dass wir wirklich rappelvoll sind. Ich habe tatsächlich Angst vor meinen Gegnern. Herzchirurg, Hipsterbart, Einstecktüchlein, sieht so ein bisschen adlig aus. Was kann ich dagegen machen? Das hat er vorgestellt auf dem Kongress und hat gesagt, jawohl, die Ausführbarkeit der Herzner dürfte wohl von jetzt an nicht mehr angezweifelt werden. Was ist passiert? Man hat ihn aus der Gesellschaft der Chirurgie ausgeschlossen. Der andere Chirurg, gut aussehend und zwar auch noch Unfallchirurg. Sie sehen, wie er da so steht, der macht was. Und ich als Orthopäde werde jetzt mal versuchen, mit diesen orthopädischen Instrumenten ein Herz zu transplantieren. So musste ich mich also wieder hinsetzen, Witze und Gedichte über mein Arbeitsleben schreiben, die einem beim Zuhören bis zum Augenreiben Tränen in die Augen treiben und das Ganze hier vielleicht heute Abend so lange auf die Spitze treiben, bis sie so lange hier sitzen bleiben und wir nachher geschlossen rüber in die Ritze reiten. Also haben wir ein Security-Update auf den Rechner geladen. Das ist der Antikörper. Und was passiert? Wir hemmen die Hemmung. Also wir lockern die Bremse des Immunsystems, die Erkennung läuft und jetzt kommt der Todeskuss. So drückte aus der J. wie Goethe seine seelischen Nöte. Er wollte wissen, was die Welt im Inneren zusammenhält. Auf dies und viele andere Fragen hat der Psychiater was zu sagen. Herr Professor Lammers, Sie haben da einen Rekord eingestellt. Die höchstmögliche Punktzahl von allen möglichen Punkten erreicht. Wie geht's jetzt weiter heute Abend? Wir feiern. Ich meine, als Psychiater muss man sich ein bisschen gegen Somatikern auch behaupten. Und insofern war es auch ein bisschen Ehrgeiz, da zumindest eine gute Nummer abzuliefern. Dass es dann so toll geworden ist, ja, gutes Publikum.